Mittwoch, 31. Oktober 2018, 18:06 Uhr. Das vergangene Jahr war ein schwieriges für Novak Djokovic. Der Serbe durchlebte eine schwere sportliche Krise und erreichte bei den drei Grand Slam-Turnieren, die er 2017 spielte, nicht einmal das Halbfinale. Nun aber steht er vor dem erneuten Sprung an den ersten Platz der Weltrangliste. Am kommenden Montag wird Djokovic nach fast zwei Jahren wieder an die Spitze zurückkehren. Er profitiert dabei von der kurzfristigen Absage des derzeitigen Weltranglistenersten Rafael Nadal für das Masters Dernier in Paris-Bercy. Djokovic steht dort im Achtelfinale. Ich habe seit ein paar Tagen im Bauch etwas gespürt, vor allem beim Aufschlag. Die Ärzte sagten mir, ich solle besser nicht spielen, begründete der 32 Jahre alte Nadal seinen kurzfristigen Startverzicht. Seit seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open Anfang September wegen einer Knieverletzung hat der French Open-Rekordsieger kein Match mehr bestritten. Auf die Krise folgten zwei Grand Slam-Titel in Folge. Djokovic stand in seiner Karriere bereits 223 Wochen lang an der Spitze des Rankings, zuletzt hatte er diese Position am 6. November 2016 inne. Nadal, insgesamt 196 Wochen, stand seit dem 25. Juni auf dem ersten Platz. Vor einigen Monaten war eine Djokovic-Rückkehr auf Platz 1 noch in diesem Jahr schwer vorstellbar gewesen. Die Krise des 31-Jährigen hielt zunächst auch 2018 an. Bei den Australian Open war Djokovic nicht fit und schied bereits im Achtelfinale aus. Es folgten die Trennung von Trainer Andre Agassi und das sensationelle Scheitern im Viertelfinale der French Open, gegen die damalige Nummer 72 der Welt. Dann aber kam der Aufschwung. Djokovic triumphierte erst in Wimbledon, gewann dann als erster Spieler der Geschichte alle neun Masters-Turniere und sicherte sich dann auch bei den US Open den Titel.